Hallöche und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelation, Revelatione und so. Hallöchen! So, wir waren ja dabei stehen geblieben, unser schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Ezio ist ein Bade! Nein! Naja, wie dem auch sei. Da machen wir jetzt einfach mal weiter und ja, mal gucken, was uns jetzt hier so erwartet. Zu diesem Hof habt ihr keinen Zutritt. Was? Dreht um und geht weiter. Perdonate, Bonsignore. Wir sind die Unterhaltung für den Abend. Jeder alte Narr kann ein Instrument tragen. Verschwindet! Gottes Lob, ihr Frauen und Kinder, zieht ein ins Himmelreich. Ihr klingt wie eine sterbende Katze. Gott euch ehret, mächtige Herrn. Ach, wie heißet ihr doch gleich? Was ist das? Keiner kann verstehen, was ich so Tag für Tag erleid. Denn wer für launig Herrn singt, ist was macht ihr denn da? Geweiht. Huch! Das war falsch. Ich wollte die umschalt. Ich kleide mich als Hofnarr, hier für die, deren Taten ich verabscheu und durch den Dreck ich zieh. Oh mein Gott. Lucretia war liebestoll, so singen es die Lieder. Doch manchem Mann bliebe das erspart, hätt sie noch zwei, drei Brüder. Ich glaub es nicht, ich steh und sing, verschwende meine Zeit. Doch ihr, die hier da sitzt und grinst, kein Geschmacke weit und breit. Huch! Oh, Chuckgesell! Oh, Chuckgesell! Haha, sehr gut! Ja. Also die sah mal übel aus. Die wird sich so schnell nicht verkaufen. Ja, ist so in Ordnung, Ezio. Mann, ich hasse diese Kameraeinstellung. Der kann ja auch nicht springen jetzt. Ah, jetzt kann ich hier hoch. Konstantinie, ich flehe dich an. Byzanz muss weiterleben. Dreht Konstantin im Grab sich um. Hat Stambul nichts zu geben. Ach, der erste ist ja schon tot. Okay, ich habe das jetzt gar nicht gesehen. Was alles hilft dem Heil der Welt, ich staune meinerseits, wie grad das Spielen dieser Laut und des reimend Wortes Reiz. Großartig, weiter so! Super! Ein Minnesang, so hörte ich, lässt Frauenherzen schlagen. Doch kommen bei mir Töne raus, Blut aus der Tür sie jagen. Und tschüss. Ihr Schönen aus Firenze, ihr macht mein Herz vibrieren. Oh Gott. Doch halt dich fern der Mädchen Roms. Dieser Gott, Hof nein. Ist sicher. Doch wo finden wir Prinz Sülemann? Folget mir. Okay. Ich dachte schon. Oh, ist ja vorbei. Nein, von wegen. Die Eisernfrau, die Rose aus... Ja, gut. Also das ist mal ein Auftritt. Süleyman, des Sultans Enkelsohn und Gouverneur von Kefe. Dabei ist er erst 17. Ich traf ihn auf dem Schiff. Er sagte mir, er sei ein Schüler. Und wer ist das? Sein Onkel, Shehzadeh Ahmed, des Sultans Lieblingssohn. Er bereitet sich jetzt schon auf die Übernahme des Sultanats vor. Serefe, Salinija. Kommt, wir haben noch Byzantiner zu finden. Okay. Ach du Scheiße, 4. Danke für euer Kommen. Na,
In Forli traf ich eine Frau und liebte sie im Liegen. Sie sprach jetzt Zahl und Macht, ich war doch mir was ein Vergnügen. Ja, wunderbar. So. Sehr schön. Folgt er mir jetzt oder was? Ach so, nee. So. Nein. Wir unterhalten uns später. War einst ein Mann, hieß Duccio, ein Lüstling vor dem Herrn. Und seh ich ihn, so schlag ich zu, so sehr hab ich ihn. Ich hoffe, ihr amüsiert euch gut. Okay, weiter geht's. Sehr schön. Ein taktlos Musikant bin ich und sing mehr schlecht als recht. Und siehst dort auf der Straße mich gehen, so tritt mir ins Gemächt. Ich dachte schon. Rodrigo war einst noch nicht Papst, doch stets der Sünd geneigt und kaum dem heiligen Stuhl besetzt, der Sündenzahl noch steigt. Schön. Ja. Alle, die da befinden sich. Ach du meine Güte. Wo ist er? Wo ist er? Nein. Wollt ihr die Dame kennenlernen? Achtet auf ihr Pläsier. Und wollt ihr richtig Eindruck schinden, verbringt die Nacht mit mir. Suikatsche, Suikatsche! Räumt diesen Hof! Cesare Süleyman, in Deckung! Linker her! Ezio! Ja, richtig so! Hey, ich will laufen! Was? Bestell dich die Wache! Hier läuft ein Mörder frei rum! Hey! Das hatte bis dato alles so gut geklappt! Sexy Ezio! Wow! Lauf, 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 lauf! Ah, Gott sei Dank! Ich bin erleichtert, euch wiederzusehen. Mio bel menestrello. Habe ich das richtig gesagt? Gut genug. Ich hörte, dass ihr auch Gouverneur seid. Gibt es etwas, das ihr nicht tut? Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Süleyman. Ezio Auditore. Cesaden, wurdet ihr verletzt? Wer ist euer Hauptmann, Soldat? Tarek Baletti. Er ist zurzeit unterwegs. Beseitigt die Leiche und schickt die Gäste heim. Und dann ruft Tarek zum Divan. Was ist denn ich, Cesaden? Tarek Baletti ist ein Hauptmann des Janitscharen-Korps, der Elitetruppe des Sultans. Sie bewachen den Sultan, aber nicht die Familie? Nicht sehr gut, offenbar. Ezio, könnt ihr etwas Zeit erübrigen? Ich würde gerne eure Meinung hören. Das geht, sobald ich diese Kleider los bin. Güzel, kommt, wenn ihr soweit seid. Ach, sowieso. Wir haben es doch tatsächlich geschafft. Ja, trotzdem noch 50%. Aber da ist ein Synchronisationspunkt, den wir... Was war das denn jetzt gerade? Warum war das so rot? Den wir doch direkt mal machen werden. Ich habe doch gar nichts gemacht. Was hast du für ein Problem, ha? Ja, gut, dann machen wir das halt so. Zack und zack und... Genau!
Ja, komm, Ezio, dann... Nein, halt nicht. Ojo, ist das hoch. Na bitte, und damit haben wir den nächsten Aussichtspunkt. Wuhu, wie viel haben wir denn jetzt? 12? Wollen wir nur noch 10? Was blinkt denn da? Ach, sorry. Es kommt nicht wieder vor, Effendim. Ich schwöre es. Das war doch meine Schuld. Genau wie das. Bitte tut mir nichts. Ich gehe. Endlich sind wir die Badenkluft los. Was war hier so ein... Da! Oh, da ist immer ein schöner langer Weg. Mich würde echt mal interessieren, was das ist. Ja, ist klar, dass du da nicht hochkommst. Perfekt. Autsch, autsch! Ja, das war autsch. Was macht ihr bloß? Sag schon, warum haben deine... Hey! Sag mal, spinnst du? Jemand wird verletzt. Wahrscheinlich er selbst. Er ist nicht bei sich. Wohl den Verstand verloren. Ja. Er hat den Verstand verloren. Ja, habe ich. Was ist denn? Es geht... Ich hab schon wieder meine Klinge nicht. Ja, du bist du. Nein! Direkt bei dir. Wo? Heil! Dort! Wo ist er? Dort! So. Bis die da sind, ne? Er sucht mich mal. Rennt wie ein Mädchen. Ja, dann kommt doch her. Wenn ihr hier bleibt, Kacheltief, bringt ihn zurück. Ach nö. Eure Sache ist gerecht. Gott ist nicht zu schnell. Och nö, ne, jetzt springt er wieder so blöd rum. Ich hasse es. Oh, danke. Autsch. Ich mach euch fertig. Nicht weg hier! Einfach nur weg hier! Och, ne, schon wieder so ein Blöder, der hier so rumspringt, ey. Alter, warum triffst du den nicht? Alter, es reicht. Na, kommt her. Ja, hallo? Greift ihr mal an? Greift ihr mal an? Danke. Die nächste. Oh, der konnte sich wehren. Der konnte sich immer noch wehren. Was ist das? Jetzt kann er sich aber nicht mehr wehren. Und der nächste. So. Fangen wir erstmal gar nicht damit an. Oh Mann, oh Mann. Bitte tötet mich nicht. Bitte. So. Erstmal nach Medizin hier suchen. Du wirst ewig in der Hölle. Du beraubst die Toten? Gottes Zorn wird furchtbar sein. Ja. Aber damit wir noch mal einen auffüllen können. So.
Ach, ich will den nicht. Tod. Das Leben ist kurz. Also genieße das, was du hast. Der Voll. Das wird euch ewige Verdammnis einbringen. So, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Achso, zu diesem komischen Ausrufezeichen. Medizin ist voll und meine Lebensanzeige ist voll. Ich bin voll. Also, nee, nicht wirklich. Hey, da sehe ich ja was. Und dann entfernen wir uns wieder von dem Ziel. Ja, versucht, er konnte man es ja mal, ne? Alter Mann. So. So, das ist Nummer 14 gewesen. Diese verrückten Mörder sind und bleiben verrückte Mörder. Wer immer diese verrückten Assassinen sein mögen, sie zerreißen den friedlichen Teppich unserer Stadt. Was zum Geier ist das? Das will ich jetzt verwissen. Da. Sophia-Erinnerung, okay. Und wo müssen wir normalerweise hin? Dahin. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal Sophia! Was treibt einen dazu, sich so aufzuhalten? Weil ich jetzt die Aufnahme beende. So, ich setze mich jetzt mal dahin. Danke. Und ja, wie gesagt, ich beende jetzt die Aufnahme und sag mal bis später, ne? Haut rein, tschüss! Alles klar, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelation. Mittlerweile sage ich nicht mehr Brotherhood. Oh, Ezio hat sich ein wenig ausgeruht und wir können weiter zu Sophia gehen. Aber bevor wir zu Sophia gehen, machen wir erstmal hier den Aussichtspunkt. Das sieht ja aus wie das Kolosseum. Das ist eine elegante Art der Fortbewegung. Wow. Ach, da oben, okay. Oh, doch, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so hoch kommt. Ah, er kommt hoch, wunderbar. Na. Das ist dann Aussichtspunkt Nummer 13, wenn ich mich nicht irre. Jawohl. Ach, hier ist wieder so ein... Von den abscheulichen Verbrechen der Assassinen. Psst. Nur noch ganz wenig. Das kriegen wir auch noch weg. Identifizieren den Templerhauptmann. Wenn ich mal wüsste, wo der ist. Nein, 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 nein. Ey, du Drecksack! Weißt du, die Fremde? So, jetzt aber ist jetzt ist Feierabend hier. Ich wollte euch ja mit euch noch mal in Ruhe reden, aber das scheint ja bei euch ein hoffnungsloser Fall zu sein. Autsch! Schon wieder. Ich hasse diese Lanzenträger. Alter, 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 Alter!
Oh, die mit ihrem blöden Dreck. Alter. Ja, ist gut jetzt. So, der nächste. Los jetzt. Keine Zeit für euch. So, und den nächsten. Ich hab nichts getan. Ich hol mir deinen Kopf. Wieso kannst du dich da nicht? Wow! Ja, genug von dir. Stirb! Wieso kriege ich den nicht? Mann! Er flieht! Ja, dann kommt her! Ihr das von dem Patriarchen Semion erzählt? Ich wollte ihn erpressen, aber er lachte nur und drohte sein Beichtgeheimnis zu brechen. Jetzt kriegt er Geld von mir. Dieser eiskalte Hund von einem. So. Habe ich schon einen ausgeschaltet? Nö, sieht nicht danach aus. Nein, habe ich nicht. Okay. Da ist so eine Truhe. So viel. Was? Ihr müsst lebensmüde sein, wenn ihr euch in einer Templerhochburg zeigt. Ah, kommt schon.